Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer und unser ist gestorben. Der trifft am Samstag in der Südstadt auf die Admira in Runde 8 der Tipico Bundesliga. Und ja, in der Vorsaison war es ein ausgeglichenes Duell insgesamt. Es gab einen Sieg unserer Blackies, einen Sieg der Südstädter und zwei Unentschieden. Beide Unentschieden im Übrigen in Graz-Liebenau. Und ja, die Admira im Moment mit einem ja nicht sehr, sehr guten Start. Die sind eher in der unteren Tabellenregion zurzeit zu finden. Dürfte sich auch über die ganze Saison so abzeichnen, dass der Admira heuer keine Rolle auf jeden Fall um die Europacup-Plätze spielt, wäre natürlich auch eine ziemliche Überraschung geworden. In der Vorsaison konnten die Südstädter uns ja noch auf den 5. Platz verweisen und sind selber Vierter geworden. Heuer sieht das Ganze naturgemäß anders aus. Wir im Moment auf Platz 1 und die Südstädter eben in der unteren Tabellenregion zu finden. Auf jeden Fall Angst habe ich nicht vom Auswärtsspiel. Ich bin guter Dinge, dass unsere Blackies, wenn sie eben ihre Leistungspotenzial abrufen, was sie schon mehrfach bewiesen haben, unter anderem in Mattersburg oder in St. Pölten, ja, dann habe ich keine Bedenken, dass wir auch die 3 Punkte aus der Südstadt mit in die Steiermark zurücknehmen. Und ja, personell, da wird es natürlich die eine oder andere Umstellung geben. Ob Wright oder Wonji schon fit ist für dieses Spiel, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe mal davon aus, dass er noch nicht spielen wird, aber man wird das auf jeden Fall sehen. Im Tor rechne ich immer noch mit Christian Grazer. Er hat gegen Rapid zwar die eine oder andere kleinere Unsicherheit gehabt, aber auf jeden Fall auch mit einigen Paraden dann wieder positiv auf sich aufmerksam gemacht. Also vor dem her denke ich, Grazer wird auch in der Südstadt noch den Kasten unserer Blackies hüten. Natürlich wird es im Laufe der Saison interessant sein zu sehen, ob vielleicht nicht Glück irgendwann jetzt seine Chance mal bekommt in absehbarer Zukunft, denn der wurde ja als Legionär geholt und ja als Zweierkeeper einen Legionär holen. Glaube ich nicht, dass das so der Gedankengang dahinter war. Man muss sich schon irgendwas erwartet haben von einem Glück. Und ich hoffe eben, dass der ja auch seine Chance irgendwann mal bekommt. Vielleicht in den nächsten 2, 3 Wochen, man wird es sehen. Auf jeden Fall glaube ich, in der Südstadt wird es aber noch keine gröbere Veränderung geben. Deswegen rechne ich im Tor mit Christian Grazer. In der Innenverteidigung Schulz und Spendelhofer, die beiden sind eine Bank ohne Wenn und Aber. Wenn da keiner kurzfristig ausfallen sollte, sind die beiden gesetzt. Rechts rechne ich mit Koch, links Lykogianis. Im Mittelfeld auf der Doppelsechs eben Matic und Dzeko. Auch an den zwei gibt es kein Verbot. Beikommen definitiv. Auf der 10 sieht das Ganze schon spannender aus. Gehen wir davon aus, Boyd und Omonji fällt aus, dann könnte sein, dass Daniel Alavi schon gegen Rapid als Solospitze beginnt und dann wäre die Position der 10 frei. Da wäre beispielsweise ein Thema Hierländer, der ja auch ganz gerne im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird unter Foda. Möglicherweise ein Sascha Horvath, der von der linken Seite wieder ins Zentrum rückt und eben ja hinter der Spitze agiert. Das könnte natürlich auch Horvath zugutekommen. Zuletzt auf links nicht mehr ganz so glücklich, finde ich persönlich. Deswegen wäre das vielleicht durchaus eine Alternative. Auf rechts rechne ich auf jeden Fall mit Husbeck. Der hat mir insgesamt eigentlich über die Saison bis jetzt besser gefallen. Schmerböcke denke ich, dass der, wenn er einen Platz auf der Bank einnehmen wird, also da glaube ich nicht, dass auch ein Dobras oder ein Andy Gruber, der ja überhaupt kein Thema mehr zu sein scheint, ja wirklich Chancen auf einen Platz haben. Also ich glaube, Hierländer, Husbeck und Horvath, dass diese drei die wahrscheinlichste Konstellation bilden werden im offensiven Mittelfeld bzw. auf den Flügeln. Und der Solospitze eben gehe ich mit Danny Alla einfach mal aus. Zulechner wird, glaube ich, im Kader sein. Ob er Einsatzzeiten bekommt, wir werden es sehen, wie weit sein Fitnesslevel das zulässt. Einfach mal abwarten. Auf jeden Fall, ich bin guter Dinge, dass wir die 3 Punkte in der Südstadt holen. Die Admira ist nicht zu unterschätzen, denn man weiß, angeschlagene Gegner sind die gefährlichsten. Auf jeden Fall wäre es eine große Chance für unsere Blackies, denn unsere direkte Konkurrenz, also Salzburg und die 2 Wiener Clubs, waren ja unter der Woche im Europacup tätig und haben deswegen eben die Doppelbelastung, wenn man so will. Und das könnte natürlich ein kleiner Vorteil für uns im Moment in dieser Phase der Meisterschaft sein, dass wir eben uns oben erstmal festkrallen und uns die Tabellenspitze auch weiterhin behalten. Wir werden es eben sehen. Ich bin sehr gespannt. Es werden auch ein Haufen Leute in der Südstadt mit dabei sein. Ich hoffe, es wird eine tolle Stimmung auf jeden Fall geben. Und ja, einfach unsere Schwarzen weiter unterstützen. Auf die Schwarzen. Bis zum nächsten Mal. Euer Elias hier bei The Lens TV. Bis dann.